Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro Online. Heutiger Deck Pro ist Ragnar. Mit einem DDD-Deck. Kurz was vorneweg, ich bin alleine. Oh mein Gott. Ja, weil Jakob ist krank. Nicht wirklich krank, aber er fühlt sich nicht besonders gut. Und da er morgen oder aus eurer Sicht heute eine wichtige Prüfung hat, wollte ich ihm jetzt auch nicht zumuten, ihn hierher zu zerren. Er sollte das lieber ausruhen und das gescheit schaffen. Und ja. Die ist angesagt. Das alte Lied. Der Sumpfkönig bringt relativ wenig, weil ich sowieso den Wirbelschleim habe. Der bringt nichts, weil ich nichts anderes habe. Den könnte ich holen, habe ich aber auch nichts wirklich von. Ich nehme, glaube ich, einfach den Nekroschleim. Okay. Dann machen wir den Standard-Klimbim. Man kennt es. Zumindest den Zug kriege ich auf die Rille. So, den könnte ich jetzt aktivieren, mache ich aber mal noch nicht. Ja. Übrigens, Ragnar. Wenn du dir extra die Mühe machst, dein Deck zu zippen und dann per E-Mail zu verschicken, ist das ein bisschen verschwendete Mühe, weil die YDK-Datei ist eh nicht groß. Und uns machst du nur unnötigen Aufwand zum Empacken und dir unnötigen Aufwand, das zu konvertieren. Ich meine, wozu? Das schickst du doch einfach so. Oh, Cyber. In der man keine Maschinenduplizierung hat. Na? Hat er sie? Er hat sie. Na, hat er sie? Nee. Bett! Okay. Cyber El Tanin. Warum nicht? What? Okay, ich krieg 1000 Schaden, so what? DNA-Operation. Alles klar. So, erstmal suchen. Das wäre am geschicktesten. Ich habe den Nekrostein im Friedhof, den kann ich auch gleich benutzen. Könnte ich, will ich aber noch nicht. Leone, das geht natürlich immer. Wobei, der ist nett zu haben, aber ich glaube, ziehen will ich den nicht andererseits. Hier gerade davon abgesehen, nichts großartig standalone. Ja, ich nehme mal den Leonidas. So, den Friedhof nochmal. Ah ja. Oh! Ups. das habe ich vergessen. Gott, wie dumm. Ich hätte übelst geile Kombi machen können. Okay. Yep, ich bin doof. Schon spät. Gott, war das schlecht. Egal, mach halt den nächsten so. Und rein. Stimmt, der Spezialbeschwörungseffekt. Hätte ich mir jetzt Ragnarok rausgesucht, hätte ich einfach den... hätte ich einfach den Orléans wieder vom Friedhof holen können. Oh, nee. So fangen wir nicht an, Kumpel. Du holst dir jetzt bitte kein Chimera-Tech. Ich krieg den Sumpfkönig weg, den brauche ich eh nicht mehr in dem Duell. Ich weiß, ich hätte auch den Cyberdrachen 3 schießen können, aber hätte er einen normalen Cyberdrachen gehabt. Zwei Materialien, großartig. Was war das für ein Vogel? Okay, das versuchen wir gleich nochmal, bis gleich. So, nächster Versuch. Ich darf wieder anfangen, das ist nett. Das
Blatt ist weniger nett. Aber ich habe einen Maxi immerhin. Sofern ich jetzt also nicht OTK'd werde, passt alles. Aber ich habe einen Effektpfeiler, das heißt, die Chance auf OTK ist... Oh, sagenhaft. Was der alleine macht, ist mal noch nichts. Der macht was. Der sucht. Okay, kannst du auch noch machen. So, und der wird jetzt gespecialt, nehme ich stark an. Das war doch der, der specialen konnte, oder? Der kann einfach nur an. Okay. Dann aktiviere ich, glaube ich, gleich den Vertrag mit Fehler, einfach nur um Leonidas holen zu können. Weil ich meine, für nichts anderes ist der halt da. Ups, das war Ende der Mindphase. Falscher Zeitpunkt. Na egal, der macht eh nichts mehr. Oh, Ragnar, der bringt mir was, sobald ich den Wirbelschleim ziehe. So, Schaden nehmen. So, 1000 Schaden, danke. Und Leonidas. Ist leider kein Schnelleffekt. Oder bist du ein Schnelleffekt? Moment, lässt dich rausfinden. Ja, du bist ein Schnelleffekt. Okay, nevermind. Das heißt, er kann ich immer noch machen, wenn er irgendeinen Effekt aktiviert. Er hat eben schon was anketten können. Schade nur, dass ich Maskenwechsel 2 nicht auf Leonidas aktivieren kann, weil Pendelmonster und so. Kann ich auf den Friedhof gelegt werden. Sieht aus, als hätte er ein ähnliches Blatt wie ich. Bringt nichts hinzusetzen, ist nur ein leichtes Twin Twister Target. Ich überlege gerade, ich glaube, die Sagenhaft-Viecher hatten nicht so viel, um Backroad zu poppen. Das waren bloß die Dark Worlds. Reckless Greed. Ui. Wenn da noch eine zweite liegt, dann habe ich ein Problem. Aber er macht's richtig. Er wartet, bis er zieht und aktiviert sie dann. Nicht in meiner Endphase. Lore, ja, jetzt aber. Wenn der jetzt gleich nichts special, dann weiß ich auch nichts. Ich hätte die Reckless annullieren können, fällt mir gerade so auf. Ja, wäre, glaube ich, besser gewesen. Der sucht wieder bloß. Luciano. Kushanu, groß. Kushanu? Wieso Kushanu? Egal. Was kannst du? Jawohl, jetzt geht Party. So, die heißt groß in jeder Hinsicht. Wie komme ich auf Kushanu? So, jetzt kommt noch Grimro zurück. Und es kriegt noch eine Karte. Wow, noch ein Kepler. Aber hey, Kepler bedeutet dunkler Vertrag. Und dunkler Vertrag ist gut. Jetzt bin ich erst recht froh, dass ich 2 habe. Dragdown, wow. Oh wow, ich habe ja viel Auswahl. Aber gut, ich krieg noch eine Karte. Ich werde wahrscheinlich einen Ragnarok wegschmeißen, aber das ist mir relativ egal. Okay. Alles klar. Gut, okay. Schenk mir 4 Karten und mach dann nix. Wenn du mir schon 4 Karten gibst, kannst du ja auch gerade so gut synchronisieren. Das macht auch keinen Unterschied mehr. Okay. Wenn er meint.
Dann mache ich jetzt Party. Soweit, so gut. Was suche ich denn? Was will ich denn? So, dann jetzt du. Ach, nein, scheiße. Ah, nein. Ich bin dumm. Ich bin absolut dumm. Der Normalbeschwörungseffekt war der Search-Effekt. Ah! Ich bin mal wieder voll konzentriert heute. Macht aber gar nichts. Moment, das können wir korrigieren. Das macht gar nichts, ist schon ein bisschen nervig wegen dem Effekt hier. Bin ich denn irgendwie los? Nee. So. Wie machen wir es jetzt? Ich glaube, ich mache es so. Ich habe nichts von dir, was ich wirklich haben will. Woher habe ich Synchro-Monster? Ich glaube nicht, ne? Quatsch, warum auch? Ah doch, eins sogar, der Omega. Komme ich auf den geschickt? Wenn ich mir... Ja, komme ich sogar. Okay, dann machen wir das anders. Ich hole dich. In Death natürlich, weil du sowieso nicht angreifen. Ja. Genau. Hänge. Ist eigentlich wurscht, wen ich abhänge. Ist beide Stufe 7. Und hätte dich gerne. So. Dann aktiviere ich den Wirbelschleim. Spezialbeschwöre Ragnarok. Aktiviere dich. Hol den Orleor zurück. Oder die Orleor, eigentlich ist eine Frau. Torrential, das kannst du sowas von in die Tonne kloppen. Aber die Karte liegt offen auf dem Feld. Mal ganz im Ernst. So, und Omega. Nekroschleim. Nächste Orleor. Dann setze, das kann ich nachher noch machen. Das ist halt richtig scheiße, dass ich diesen... Geht aber nur für Stufe, nicht für Rang, ne? Ja, ja, ist blöd gelaufen, dass ich ihn nicht aktiviert habe. Das war... Zack, blöd. Ist es aber schon so. Hab ich selber verkackt. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass das ein Abwerfeffekt wäre. Ich weiß nicht warum. Und deswegen dachte ich aktivieren, weil Effekte aktivieren. Ich habe nicht gedacht, dass es auch ein Pendelmonster ist, den ich die Pendelzone aktiviere. Wobei, wenn ich das in der richtigen Reihenfolge mache, müsste ich damit zumindest mit dem Omega dodgen können. Und die zwei überleben ich ja sowieso. Dann gleich könnte auch einen Hope Harbringer holen, aber das ist nicht worth. Oder wäre es worth, einen Hope Harbringer zu holen? Könnte man sich halt echt überlegen. Hm. Na egal. Ich setze den Maskenwechsel 2 jetzt mal auch. Auch wenn ich nicht aktivieren kann. Okay, dann eben nicht. Du gehst nur auf Stufen, ne? Ja, das heißt, ich hätte wirklich den Hope Harbringer holen können und dann dem Kepler komplett dodgen. Ja. Ich werde das mal als Sieg. Ich glaube, da mache ich mir keinen Strick draus, weil das war doch relativ eindeutig gewonnen. Bis gleich zur Deckbewertung. Und da sind wir wieder. Wir haben dreimal den Ragnarök, zweimal den Leonidas, dreimal Leonidas, zweimal Baphomet, zweimal Maxi, dreimal Wirbelschleim, dreimal Nekroschleim, dreimal Kepler, zweimal Effektweiler. Ein One-for-One, ein Transmodify, Raigeki, Foolish, Twin Twister, Maskenwechsel 2.
Dunkler Vertrag mit dem Tor dreimal, ein Sumpfkönig, zweimal Grisaille-Gefängnis, eine Bottomless, ein zweimal dunkler Vertrag mit der Hexe, ein dunkler Vertrag mit Fehlern, zweimal Solemn Strike und eine Warning. Extra Deck haben wir. Zweimal Cäsar Ragnarök, dreimal Orléans, ein Darklore, ein Omega, ein Kali Yuga, ein Hope Harbringer, ein Flare Metal Dragon, ein Master of Blades, ein Big Eye, ein Tell, ein Cäsar und ein Kastel. Okay, also Twin Twister bin ich kein Freund davon, nur einen zu spielen, weil ich meine, klar, du hast auch den dunklen Vertrag mit der Hexe, was ja auch auf Backrow geschossen werden kann. Aber ich meine, wenn ich ein DDD-Monster oder ein DDD-Monster meine ich, oder einen dunklen Vertrag für die Hexe wegschmeiße, kann ich die auch gerade so gut für Twin Twister wegschmeißen und schieße noch eine Karte, wenn ich das vorhabe, auf eine Verdeckte zu schießen. Klar ist der Vertrag mit der Hexe konstanter, weil ich ihn jede Runde aktivieren kann, und flexibler, weil er auf alles schießen kann. Es ist halt immer so die Sache mit Karten, die man nur einmal hat, die nicht limitiert sind, die man haben will und die man nicht raussuchen kann. Transmodifies, ja, wie haben wir schon ein paar Mal angesprochen, die Kombi mit Orléans und Ragnarok. Da man allerdings den Orléans echt stabil aufs Feld bekommt. Weil ich meine, du brauchst ja nur entweder Kepler oder den Sumpfkönig mit irgendwas oder den dunklen Vertrag mit dem Tor und dann noch irgendwas an. Also, ich habe mal einen Mischtest gemacht, der First Turn Orléans ist eigentlich fast immer drin. Und dann noch einen Transmodifier auf der Hand zu haben, ist ja nicht schlecht. Also, würde ich mal sagen, die noch ein zweites Mal reinzupacken, machst du nicht so übertrieben viel falsch mit. Effektweiler kann man machen. Eine Stufe 1 Empfänger auf Omega, ja, warum nicht? Hat gerade eben die gute Kombi mit dem Big Eye ergeben. Ansonsten, Performate erlaubt, dass man auch ein bisschen flexibel ist mit den Exis. Auch wenn man bei Stufe 4 bei Kastel und Cäsar geblieben ist, was absolut lang, wobei Cäsar selber ja auch nur Sprungbrett für Tell ist. Dann, was den Maskenwechsel 2 angeht, bin ich da kein Freund von, aber das ist persönliche Präferenz. Obwohl du doch dazu mit den ganzen Pendelmonstern nicht so übertrieben viele Targets hast. Klar, Darklaw ist ein riesen Mittelfinger. Aber naja. Dann ist das Grisaille-Gefängnis eine Karte. Die kann man machen. Ja. Ja, kann man machen. Ansonsten, halt, wie gesagt, ja, zweites Transmodifier würde ich spielen. Die schleift natürlich dreimal, ist Pflicht. Bewertung gibt's trotzdem keine. Wir haben zwar angefangen, uns die Karten mal ein bisschen anzuschauen. Das heißt aber nicht, dass wir das Deck in eine konkrete Stärkekategorie einordnen können, wenngleich es langsam anfängt. Also, rechnet mal. Also, ich würde bei dem Deck hier mal was Mittelmäßiges, Zweiständiges geben, sag ich mal. Ja. Gut, das soll es dann von heute gewesen sein. Wenn ihr unsere Deck schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. I'm